Ich habe das Feedback bekommen, Paul, denk dran, dass du auch seriös bleiben solltest. Ich sag, Tritrat, holala, der Paul, der ist wieder da. Vielen Dank für all die Aufrufe des Videos. Wir haben jetzt rund 100 Aufrufe, knapp drüber, für mein erstes Video. Finde ich super. Vielen Dank. Hätte nicht gedacht, dass das Ganze so gut ankommt. Vielen herzlichen Dank für all das Teilen, für das Kommentieren und so weiter. Vielen, vielen Dank. Finde ich super. Ja. So, und es kamen auch einige Kommentare, wie von denen eben erwähnt im Vorspann. Und Rüdiger von der Elfen- und Fädenwerkstatt hat auf paratodo.de unter die Sendung geschrieben. Hi Paul, tolles Video. Berichte doch mal Zusammenhang Chemtrails, biologischer Anbau im Freien. Meine Befürchtung dabei ist eher, dass wenn man frei anbaut, also ohne Gewächshaus, wird es natürlich auch mit Aluminium, Boreum oder wie das heißt, belastet. Denke mal, wäre für viele interessant. Naja, ich denke auch etwas weiter dabei. Ja, super, Rüdiger. Finde ich super. Kommentar, kommentiert, top. Thematik finde ich auch sehr interessant. Werde ich aufschnappen, werde ich. Können wir drüber schnacken. Ja, wird eine schwierige Thematik, aber ist gebombt. Kommt auf die Liste. Ja, danke nochmal. Heute geht es um Flöten. Ich möchte euch zeigen, wie man eine Querflöte baut aus nur Müll, sag ich mal, ne? Aus Reststoffen, die so hier und da anfallen, die man halt so hat. Meine Flöte ist jetzt gebaut aus einem Aluminiumrohr und aus dem Deckel eines Marmeladenglases. Ja? Total easy, einfach, kann man aber auch aus anderen Materialien bauen. Wenn man jetzt kein Alurohr hat oder was, dann kann man auch ein Kupferrohr nehmen oder alles mögliche, was wie. Vorteilig ist halt, wenn das Rohr dünnwandig ist, ja, aber ja, checkt es aus, ne? Macht es wie ihr, was ihr habt, wird schon, denke ich mal. Ne? Die konkreten Maße dazu, die habe ich auf meiner Website bereitgestellt, paratodo.de, können dort nachgelesen werden, können dort auch runtergeladen werden, ja, ich habe das als PDF gemacht, kann man sich runterladen, ausdrucken, direkt mit in die Werkstatt nehmen. Wunderbar, ne? Ja, hier, ist ganz easy, wie man das letztlich baut, ne? Ist nicht schwer, muss man jetzt nicht so der Pro sein oder was, sag ich mal. Ein bisschen Werkzeug bräuchte man, aber das ist eigentlich alles organisierbar, ne? So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, ich kommentiere das so ein bisschen nebenbei, ja? Und wir sehen uns nach dem Filmchen wieder, ne? So, der erste Schritt ist natürlich, dass ihr euch ein geeignetes Rohr sucht. Das muss passen vom Innendurchmesser. Das ist wichtig. Kontrolliert ihr mit so einer Schiebelehre oder wie auch immer so ein Ding heißt. Ja, und bringt das natürlich auf die richtige Länge. Ne, die richtige Länge muss es auch haben. Ganz wichtig. Ja, zu kurz ist doof. Wenn ihr das zurechtschneidet, dann schneidet lieber, lasst es lieber ein bisschen zu lang, ja, ruhig 1-2 mm, das spart nicht, das könnt ihr immer noch abnehmen, ja. Beziehungsweise das, die Länge des Rohrs an sich muss gar nicht so perfekt exakt sein, ja, das reguliert ihr später eh noch ganz anders mit einem Korkfropfen, der dort rein gehört und letztlich den Luftraum von der Länge her begrenzt. Ja, deswegen, das Rohr könnte auch 3 Meter lange sein, wird bloß unpraktisch zu handeln. Ja, spannt ihr ein, ihr seht jetzt hier zwischen den Backen von dem Schraubstock und dem Rohr, habe ich so ein bisschen Gummiunterlagen zwischen gemacht. Ist natürlich gut, ne, dass ihr jetzt hier nicht erstens irgendwie das Muster von den Backen auf das Ding drauf drückt. Und dass ihr das Rohr halt an sich nicht von der Form nicht verdrückt. Ne? Oh ja, geschnibbelt. Ab ist es. So, als nächstes kommt, dass man auf diesem Rohr eine gerade Linie zieht. Ja, das ist wichtig, dass ihr auch später alle Grifflöcher auf einer Linie anbringen könnt. Wenn ihr das nicht macht, dann wird es relativ, naja, unschön, sag ich mal.
Ich habe da jetzt so eine schöne Spalte im Tisch gehabt, da habe ich das reingelegt und dann mit diesem Stift ziehe ich da lang, mit einem Bleistift, ne? Mit einem Kuli wird es schwer. Und so kriege ich eine gerade Linie hin auf dem Rohr. Ne? Hier, Trick 17. So, jetzt gucken wir auf die PDF, ne? Und wir wissen ja, in welchen Abständen wohin die Löcher sollen. Und da wir die Löcher gleich bohren werden, ja, müssen wir das irgendwie erstmal vorpicken oder was, dass wir da, dass der Bohrer einen Halt hat, ja, dass wir einerseits wissen, wo muss der Bohrer überhaupt hin und dass der Bohrer, die Bohrerspitze schon einen Halt findet, ne? Also messe ich jetzt hier nach und pickel da die Löcher rein, ne? Die sind nicht tief, das muss gar nicht tief sein, Hauptsache der Bohrer kann in dieses Loch reinfassen. So, weil ich jetzt hier nur so alte Bohrer gehabt habe, das ist ein Holzbohrer, die habe ich genommen, weil erstens mein Rohr relativ weich ist. Habe jetzt keine Probleme mit gehabt, keine Bedenken und vor allem, der hat vorne eine Zentrierspitze und diese Zentrierspitze ist mir natürlich enorm hilfreich. Dadurch, dass ich das vorgepickt habe, ne, passt das gut. Verzieht es mir nicht. So, und jetzt seht ihr da unten diese Holzauflage. Die habe ich mir rausgesucht. Passt ganz gut, weil so bekomme ich natürlich alle Löcher auf eine Linie hin. Ne? Wenn ihr jetzt überlegt, ich sollte das Rohr da unten einfach nur auf diesen Teller legen von dieser Standbohrmaschine, das kann nicht so richtig was werden. Ne? Meinetwegen könnt ihr das Rohr noch festkleben mit einem Streifen, Band oder was auf diesem Holzteil. Dann hält das natürlich noch besser und ihr kriegt diese Linie noch besser hin, die gerade Linie. Muss aber nicht, ne? Geht auch so. Und jetzt bohrt ihr halt nach und nach Loch für Loch. Macht immer vorsichtig. Ich würde vorsichtig bohren, sonst in dem Moment, in dem der Bohrer das Rohr komplett durchstößt, ja, da müsst ihr sensibel sein, sonst reißt der euch Material weg, ja, aber der soll ja letztlich das Material langsam wegschaben. Also seid ganz vorsichtig, ne, hier nicht mit super viel Gewalt und dann kriegt ihr auch saubere Löcher hin, ne. Ihr habt das ganz gut gesehen hier von mir, ein Kollege hat, wollte sich da auch eine Flöte bauen und war da nicht sensibel genug, ne. Der hat das ganze Bohrloch ausgerissen, ne? Da reißt es dann richtig Material weg. Das ist natürlich dann, geht bis hin zu unspielbar. Loch für Loch jetzt hier. Ja, gut ist, wenn ihr die Löcher bohrt, bohrt die lieber ein Stück zu klein, ja, größer machen könnt ihr die immer noch mit der Feile, ja. Ihr braucht auch verschiedene Bohrer an sich, die Löcher haben ja verschiedene Größen. Immer schön abmessen, manchmal steht die Nummer nicht drauf, die Größe, die Bohrergröße auf dem Bohrer. Immer schön abmessen, ne, und immer schön smooth, ja? Immer ganz locker. So, ganz wichtig ist, dass ihr das natürlich, die Grate, ja, die da so entstehen, die müsst ihr natürlich alle ordentlich wegschleifen, schmirgeln, ne? Da reißt ihr euch sonst die Finger auf. Das sind scharfe Kanten, da habt ihr kein Interesse dran, ne? Weder bei den Fingern noch beim Mundraum, ne? Das müsst ihr alles ordentlich, das muss weg, ne? Außen, wie aber auch innen, ne? Ist ganz wichtig. Vorne, hinten. Innen ist das deswegen wichtig, ach guckt jetzt hier nochmal, ne, innen drin die Löcher, hier mit einer Rundfeile oder was auch nochmal, wenn da irgendwann Schlabbelwabbel, Späne, die da noch dran festhängen oder was an dem Rohr, ne, da so schön rausholen. Und innen drin ist das wichtig, ihr braucht innen drin wirklich ein schön glattes Rohr, da sollte nichts drin rumstehen und sowas, kein Grat.
damit die Luftsäule ordentlich entstehen kann und ordentlich schwingen kann. Ne? Wenn ihr einen unsauberen Innenraum habt, dann merkt ihr das, dann kann sich der Ton schlechter aufbauen. Ne? Also hier ruhig ein bisschen schlubbidiwupps und sauber ist das. Ne? Einmal vorne, einmal hinten. Wunderbar. Immer nochmal schön testen, ne? Hier mit dem Finger in allen möglichen Positionen drüber gehen, gucken, da sollte nichts kratzen, nichts unangenehm sein oder was, ne? Das passt nicht, das geht nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt haben wir einen Korken, wir müssen das Rohr hinten abdichten. Ihr seht, der Korken ist allerdings zu groß und den müsst ihr natürlich zurechtschneiden. Einerseits könnt ihr da 1 bis 2 cm von abschneiden, ne? 2 cm geht locker klar. Gar kein Problem, schneidet er ab, guckt, aber jetzt ist er natürlich immer noch vom Durchmesser viel zu breit, ne? Passt da gar nicht drauf, habt ihr gesehen. Müsste also irgendwie zurecht schleifen. Ne? Entweder macht er das hier mit einer Schleifmaschine, ne? Oder ihr könnt das auch schneiden mit einem Messer. Ne? Immer hier schön auf die Schleifmaschine auflegen und immer schön drehen, dass da was Gleichmäßiges bei rauskommt. Das kann, der Korken kann ruhig ein bisschen größer sein, als er theoretisch müsste, ja, vom Durchmesser. Das ist gar kein Problem, weil der muss innen drin dann richtig dicht sein, ja. Deswegen ist das gar nicht schlimm, wenn der schwer reingeht, wenn ihr da ordentlich drücken müsst, gar kein Problem. Dann hält ihr euch wenigstens drin und ihr könnt sicher sein, ah, seht ihr, passt noch nicht. Ihr könnt sicher sein, das ist dicht, ja. Und das braucht ihr. Ne? Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wenn ihr da hinten nicht dicht habt, dann ist der Tonaufbau nicht so schön. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Schritt hier. Das ist so ein kleines Hilfswerkzeug. Das werdet ihr gleich später noch sehen, wozu wir das brauchen. Das ist ein Draht, relativ fester, stabiler. Und in den biege ich jetzt einen 90-Grad-Winkel rein. Ne? Das dient dazu, um den, ja, jetzt seht ihr das Ding, ne? 90 Grad, flupp. Das Ding dient nachher dazu, den Korken innen drin an die richtige Stelle zu positionieren. Ja, das ist wichtig. Ne? So, jetzt hier Korken rein und drauf. Ne? Ich hämmere da gleich drauf rum. Ich hämmere den Korken gleich die ersten paar Zentimeter rein. Ihr seht, dass dort, wo ich den jetzt gleich drauf hämmere, dass ich das Rohr auf eine Gummi Unterlagestelle, ne? Weil ich will natürlich nicht, dass so ein bisschen die Energie, ne? Die soll natürlich nicht jetzt so vollkommen in das Rohr gehen und mir das Rohr eventuell irgendwie verziehen oder so oder mir irgendwie was reindrücken. Ja. So, erstmal ein bisschen von Hand reindrücken, ne? Dass das so schon hält. Und jetzt da mit dem Hammer drauf. Ne? Aber auch wichtig, nur ganz sensibel, ja, macht das nicht zu weit. Wichtig ist, dass das Ding erstmal drin ist. Und fein positionieren könnt ihr das immer gleich noch per Hand. Ja? Jetzt geht es erstmal nur darum, dass das Ding da ordentlich reinkommt. Ja, so ein Stück weit. Und da seht ihr auch, dass ich da überhaupt auch einen Hammer brauche, weil der Korken wirklich ein Stück zu groß ist. Das passt bombig. Ne? So, jetzt seht ihr hier, das ist ein Stück drin. Und den Rest mache ich lieber per Hand. Ja, das geht wesentlich sensibler. Mit so einem Hammerschlag, da habe ich gleich 1, 2, 3, 4 mm. Und so kann ich das natürlich viel sensibler machen, indem ich das so... Ich mache das mit einer Gewindestange oder was, ne? Mit irgendwas, was ihr habt, irgendwas. Könnt da reindrücken. Ne? Sollte natürlich nicht zu schmal vorne sein, ja? Dass ihr den Korken damit nicht kaputt drückt. Ja? Sollte schon vorne ein bisschen Fläche haben, ne? So, und dann kommt unser kleines Hilfswerkzeug, ja, da, was wir uns eben gebaut haben, wo wir uns gebogen haben, den Draht. Und mit diesem 90-Grad-Winkel, den stecke ich da jetzt rein in das Rohr und sehe halt, wie weit muss der Korken, ja?
reingesteckt werden? Wo muss ich den positionieren? Diese kleine Abzweigung, da diese 90 Grad, das ist so lang, das sind, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht genau, da müsst ihr hier im PDF gucken, wie lang das exakt sind. Ich sag jetzt mal einfach beispielsweise, das sind 4 mm. Der Korken muss halt 4 mm vom Loch entfernt sein. Und wenn ich sehe, aha, gut, dieses kleine Hilfswerkzeug stößt hinten an und ist auch oben beim Mundloch ordentlich dran an der Kante, ne, so wie ihr jetzt ja hier seht, dann weiß ich, okay, das passt, ne, der Korken ist richtig positioniert. Ja. So, jetzt kommen wir zum Mundstück an sich, ne. Da habe ich ja diesen Marmeladenglasdeckel genommen. Das empfiehlt sich relativ gut, weil der sieht natürlich einerseits hübsch aus, ne, gibt einen optischen Kontrast, aber vor allem auch ist der halt sehr dünnwandig. Ne? Und umso dünnwandiger diese Mundabdeckung ist, beziehungsweise umso schärfer die Anblaskante, ne, dann umso leichter entsteht der Ton. Ja, umso leichter werdet ihr das haben. Schnibbel die Schnapp, ne? Erstmal hier im Groben. Und jetzt ist das Ding natürlich noch ziemlich unförmig, scharfe Kanten und alles und was. Und von daher auch erstmal wieder in die Schleifmaschine und das Ding rund machen. Das mache ich hier mit der Schleifmaschine im Groben. Gehe dann gleich nochmal mit der Feile ran. Und ja. Da gibt es diese Marmeladenglasdeckel, die haben ja immer so verschiedene Rillen obendrauf oder was, Erhebungen und sowas. Da könnt ihr euch natürlich leicht orientieren, dass ihr einen ordentlichen Kreis hinbekommt. Ne? Ist gar nicht so schwer. So, ich schleife noch ein bisschen, habe das abgekürzt. Ja, ihr seht auch diese Erhebung am Rand, die da ist, ne? Seht ihr? Und die hämmere ich jetzt aber praktisch runter, die hämmere ich klein, die will ich später nicht haben. Außen die Erhebung wohlgemerkt, ja? Da innen drin ist ja auch so ein bisschen Erhebung, das lasse ich aber, das stört mich nicht. Ne? Einmal schön festgeklopft, runtergeklopft den Rand, jetzt gehe ich nochmal mit der Feile dran. Ne? Immer schön in kreisrunden Bewegungen immer. Ne? Immer schön drehen und dann sogleich auch nochmal mit dem Schleifpapier, ne? Um das wirklich, das ist so Mundgegend und das wollt ihr einfach, da wollt ihr ordentliche Kanten haben. Ne? Macht das ruhig immer alles sorgfältig, wenn ihr was schleift oder was, ne? Das ist dann eure Flöte, euer Schmuckstück oder auch wenn das verfängt, dann soll das natürlich auch ein bisschen ordentlich verarbeitet sein. Flöte wird dann wunderschön. Und dann gebt euch da ein bisschen Mühe. Ne? Das sieht jetzt ein bisschen radikal aus. Ich habe das jetzt hier im Zeitraffer gemacht, dass das hier nicht so langwierig ist. Macht das aber ruhig ein bisschen langsamer, ne? Und ordentlich bedächtig. So, ne? Jetzt muss da drin das eigentliche Anblasloch rein. Ne? Man könnte natürlich diese Lochgröße variieren, ja, das macht auch Sinn, macht ruhig mal zwei, drei verschiedene Varianten. Die Angabe auch in dem PDF auf der Website, das ist jetzt die Angabe dort, so wie ich sie bohre. Ihr könnt das allerdings auch ruhig größer machen. Das ermöglicht euch, dass ihr leichter Vibratos spielen könnt. Ja. Ihr braucht dann zwar ein bisschen mehr Luft, aber ihr könnt den Ton leichter anschlagen und schöner, leichter Vibratos machen. Ja. So, jetzt auch wieder ein bisschen sauber machen, was, ne? Wichtig, Mundraum. Kontrolliere ich jetzt auch nochmal, ne? Ob das die richtige Größe hat und passt, ne?
So, jetzt muss das Ding natürlich gebogen werden, weil wir wollen das Ding ja auf die Flöte klemmen bzw. drüber schieben. Ja, ich habe mir da jetzt eine Gewindestange genommen, die wesentlich kleiner ist vom Durchmesser als die Flöte an sich. Weil, ihr wisst selbst, wenn da Metall biegt, ihr müsst das ein Stück überbiegen, ja, weil sich das wieder zurückdehnt. Ja. So, also erstmal ruhig auf einen kleinen Durchmesser gebogen. Ne? Das ist gut, das kann ruhig dann ein bisschen straff auf der Flöte sitzen. Das soll sich hier auch nicht gleich verschieben. Ne? Gar kein Problem. Ne? Ruhig überbiegen. Ne? Jetzt wieder nochmal ein bisschen hier schleifen oder was. Hier mit Schleifpapier. So, und dann können wir das auch direkt schon auf die Flöte schieben. Ne? Und dann wäre die Flöte an sich ja schon fertig. Jetzt an sich ist es spielbereit. Können auch schon losspielen. Ein bisschen sauber machen hier. Ist fertig. Ne? Das, was jetzt kommt, das ist eigentlich bloß nur noch optische Verschönerung. Ist kein Muss. Ja? Wer ein ordentlich sauberes Aluminiumrohr hatte, der kann das eventuell jetzt auch schon so lassen, wenn es ihm gefällt. Ich mache da jetzt einfach noch ein paar Muster rein. Ne? Ziehe ich den Mundschutz wieder ab, ja, und schleife. Das ist ein mattes Aluminiumrohr gewesen und da will ich halt diesen matten Effekt, was ich mir denke, was gebürstet ist, bestimmt gebürstetes Aluminium, das will ich nicht. Ja. Jetzt gehe ich ja mit verschiedenen Varianten ran. Einerseits mache ich erstmal längs, so gesehen, in Längsachse dieses Rohres, dieses matte Muster weg. Ja. Das kann man hier ganz gut sehen, legt man einfach auf und jetzt geht man immer so von links nach rechts mit so einer Feile darüber und macht so gesehen jetzt Linien daran. Ja. Und dann dreht man das immer wieder ein Stück, ne, und so weiter. Muss man gucken, ne? So, wie lange man das macht. Ne. So, weil ich diese Linien jetzt nicht so ganz super exakt haben will, ich will da nicht nur Linien rein haben, sondern es soll so ein bisschen wildes Muster sein, mache ich das halt nur mit Schleifmuster. Franse ich halt so gesehen diese Linien noch ein Stück weit aus. Und dann ist das ganz an sich auch schon fertig. Tada, das Resultat, ja. Sieht aber hübsch aus, ja? Hübsches Muster, ne. Und ja, das ist es. Ne? Ihr seht jetzt in der Mitte, die Flöte hat noch so zwei Zierstreifen, ja, unter dem Mundblech. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, wie ihr das macht. So, jetzt habe ich in dem Video leider nicht mit aufgenommen, wie ich diese Zierstreifen da reinbekommen habe. Ja, das erkläre ich euch nochmal kurz. Das ist eigentlich ganz einfach. Geht folgendes, ja, und zwar... wir stellen uns jetzt vor, das ist jetzt hier eine Auflage oder was. Das hier ist eine Feile mit einer relativ scharfen Kante. Und das hier ist die Flöte. Ja? Wir machen die Flöte hier hin, nehmen diese Auflage und nehmen hier die Feile was und machen immer so und drehen dabei so ein bisschen die Flöte. Ne? Ganz simples Prinzip eigentlich. Machen da halt praktisch eine Vertiefung rein. Ne? Ja, und so geht das. Ne? Ganz einfach. Freunde, ich habe jetzt gesessen, knapp über 12 Stunden an dem Video. Zwischendurch ist mir der Rechner abgestürzt und der ganze Film, alles, das ganze Arrangement war weg. Ja. Top, sag ich da. Ne? Es ist jetzt 5.40 Uhr. Boah, also knappe, ja, ich weiß nicht, ich bin gesagt, knapp über 12 Stunden dran gesessen. Das sind dann grob eine halbe Stunde pro Minute Sendezeit. Ja. Zeitinvestition, die Aufnahmezeit in der Werkstatt gar nicht mitgerechnet, weil er nicht, wie lange das gedauert hat. Hey, würde mich tierisch freuen, wenn ihr ein Like gebt, ja, wenn ihr auf Mag nicht klickt bei YouTube, ja, wenn ihr das teilt. Ich würde es super finden, ne? Abonniert den Kanal, ne? Freut mich auch, spitze. Und ja, Freunde, ne? Ich sag mal, bleibt bei bester Gesundheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und ja, macht's gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ne? Ahoi.